wie und warum ich 2017 mit Sneaker Reselling angefangen habe, was meine größten Fehler, aber auch meine größten Erfolge waren, erfährst du in dem Video. Mein Name ist Jan, ich reselle seit 5 Jahren limitierte Sneaker. In meinen Videos seht ihr Live-Cops, Spot-Tutorials und How-to-Cop-Guides von limitierten Sneakern. Für weiteren Support folgt unserer Cook-Group Venom Cooks und unserem Proxy-Service Venom Supply. Like dieses Video und abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr könnt das Video ein bisschen als Story-Video sehen. Ich spreche von meinen Erfahrungen und das ist ganz wichtig, das sind meine Erfahrungen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe und ihn auf irgendeine Weise gelöst habe, dann heißt es nicht, dass es für euch funktioniert. Ich finde, dass YouTube-Videos, irgendwo auch meine, so aufgebaut sind, hey, es gibt ein Problem, ich habe die Lösung, ich zeig dir wie. Aber meistens kommt man halt dann schnell drauf, dass Dinge nicht ganz so einfach sind, um sie so allgemein in einem YouTube-Video zu formulieren. Daher ganz wichtig, es ist meine Erfahrung, überprüft für euch, ob das lösbar ist, denkt halt ein bisschen nach und übernehmt es nicht 1:1. Das wäre mir ganz wichtig. Der Grund, warum ich angefangen habe mit Sneaker Reselling, war der. Damals, 2017, war ich in Köln auf der Gamescom mit ein paar Kollegen und ich habe mich so gefragt, weil da sind Leute, die jünger als ich waren, mit, keine Ahnung, 300€ Jordans rumgelaufen, mit einem Supreme Rucksack, der 200€ gekostet hat, und ich habe damals nicht so wenig Taschengeld bekommen. Ich habe, glaube ich, 100€ bekommen, was vergleichsweise eigentlich wenig war, so mit 17, 16. Und ja, dann habe ich halt ein bisschen rumgefragt, Kollegen gefragt, die mehr in der Fashion-Szene drin sind, wie die das machen so, und dann haben die mir halt erzählt, dass die In-Store Camp viel in Köln, und ja, mich hat das Ganze interessiert, weil ich war damals, ja, ich war schon Fashion interessiert, aber jetzt nicht so krass wie die anderen, und irgendwann mal habe ich mir halt gedacht, boah, die Schuhe, die würde ich schon gerne selber tragen, so. Mittlerweile ist der Anreiz ein anderer, damals wollte ich halt in der Schule irgendwie cool sein oder so. Es ist halt so, in dem Alter war das bei mir zumindest so. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie komme ich an diese Schuhe? Dadurch, dass ich aus einem Dorf komme und In-Store eigentlich quasi unmöglich ist, weil ich allein nach Stuttgart 1,5 Stunden brauche. Der einzige Store, der damals irgendwie was gedroppt hat, was ein bisschen Geld gebracht hat, war der Superstore. Damals gab es zum Beispiel sowas wie Arrow & Beast, das ist ein Skate-Store gar nicht. Oder gab es schon, aber die haben nichts wirklich Profitables gedroppt, weil die SB und die Dunk-Zeit halt später kamen. Ja, das war der einzige Store und die einzige Möglichkeit für mich war dann halt eben online. Und dann habe ich mich halt ein bisschen reingefuchst. Ich habe ja auch viel Geld gewastet, muss ich sagen. Ich habe irgendwelche Proxys gekauft, ohne dass ich einen Bot hatte. Ich habe Leute gefragt, die selber keine Ahnung hatten, die mich auf eine falsche Fährte gebracht haben. Und das ist wirklich so. Leute erzählen euch Scheiße. Wieso? Keine Ahnung, die wollen euch auf eine falsche Fährte locken. Konkurrenz, auch wenn es eine Person ist, die nicht viel ausmacht. Aber passt auf, von wem ihr die Information holt. Die Leute erzählen Scheiße. Ich sage nicht, dass jeder Scheiße erzählt, aber es gibt Leute, die lügen euch einfach an. Das ist geisteskrank. Hätte ich damals auch nie gedacht, aber passt auf, von wem ihr die Information euch holt, weil das kann euch Zeit kosten, das kann euch Geld kosten. Genau. Ich habe angefangen, mich so ein bisschen damals in die Nike-Richtung zu entwickeln, weil damals gab es auch schon nicht wenig Möglichkeiten, auch wie heute. Es gab Nike, es gab All-in-One-Bots. Man konnte sich schon auf ein paar Sachen fokussieren und ich war damals halt schon sehr geizig, wie viele jetzt auch, die nicht in der Szene sind, halt eben Geld für eine Gruppe auszugeben. Ich habe es mit Free-Gruppen probiert, da haben einige Leute es jetzt so im Nachhinein gut Scheiß erzählt, kann man sagen. Und ja, ich habe damals dann eine Gruppe gefunden, da habe ich jetzt auch einen meiner Geschäftspartner kennengelernt, und zwar hieß die Gruppe Elite. Also ich habe jetzt heute nicht wirklich mehr Kontakt zu denen, aber das war quasi so das Sprungbrett, sage ich jetzt mal. Das hat damals 40€ gekostet. Da gab es einfach nur einen Chat, keine Monitore. So, man hat sich ausgetauscht. Das war ganz gut, weil da ein paar weniger Leute drin sind. Das war zum Connecten ganz gut. Ich habe quasi nicht mit 40€ bezahlt damals, sondern ich habe mit dem Owner gesprochen und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich bin broke. Können wir es nicht irgendwie so machen, dass ich erstellte jeden Monat Nike-Accounts. Ich habe aus UK irgendwie SIM-Karten bestellt für 50 Cent und habe die dann dort verkauft. Und das war alles manuell gemacht. Und das war schon irgendwie, ja, so einfach so der Schwabe habe ich da raushängen lassen. Aber es hat ganz gut funktioniert. Irgendwann habe ich dann ganz normal die 40€ bezahlt, weil wenn man ein bisschen in der Szene drin ist, dann bekommt man einfach mit, dass man für Informationen bezahlt. Das ist halt ein Service. Ich meine, ich habe jetzt meine eigene Group, wo ich den Leuten halt Service provide, aber es ist so. Sneaker Reselling findet in Cook Groups statt. Wer dafür bereit ist, Geld zu zahlen, der bekommt die Informationen, und wer nicht, halt nicht. Das ist halt einfach so. Ich verstehe natürlich, dass Leute dafür kein Geld ausgeben wollen oder so, aber dann bekommt ihr halt auch einfach nicht die Infos. Alles hat seinen Preis, und es war damals für mich ein sehr, sehr guter Einstieg, weil man halt einfach connecten konnte und mit Leuten sich austauschen konnte, die einfach Ahnung haben. Genau, ich habe mich immer weiter reingefuchst, die Materie hat mich interessiert, das war auch mitten in meiner Abi-Zeit, da war das Ganze ein bisschen weniger. Bin dann irgendwann zur Bundeswehr gegangen, habe so das Resell ein bisschen vernachlässigt. Ich habe es aber nie aufgegeben, ich habe meinen Laptop mitgenommen in die Kaserne, habe bei Bogo Drops mitgemacht, das war eigentlich voll verschickt. Irgendwann mal nach dem Abi habe ich mich dann entschlossen, dass ich eine Südamerika-Reise mache, 6 Monate, und das war genau dort, wo Covid angefangen hat. Ich war 2 Wochen in Argentinien und dann hieß es, okay, Lockdown, jeder ist gegangen, alle haben voll Panik bekommen, dann bin ich auch zurückgegangen. Und
Ja, ich wüsste nicht, wie mein Leben jetzt aussehen würde, wenn ich jetzt in Südamerika geblieben wäre oder wenn Covid nicht gewesen wäre, weil in der Zeit, wo Covid war, habe ich eigentlich basically meine ganzen Brands aufgebaut. Am Ende war es so, ich habe bei meinem Vater gearbeitet, mein Vater hat ein Hotel und ich war halt an der Rezeption und wenn es nichts zu tun gab oder so, dann habe ich eben mein Business gemacht, das war eigentlich 80% der Zeit so und es war halt echt perfekt, weil ich hatte Einkommen durch die Arbeit von meinem Dad und ich konnte halt mein Business hochziehen. Das könnte ich echt jedem empfehlen so. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie zu arbeiten, wo ihr quasi noch was anderes machen könnt, ist perfekt. Ihr verdient Geld und ihr könnt was hochziehen. Das war damals mega halt, ne? Weil ich konnte das Geld, was ich direkt verdient habe, zum Resellen verwenden, noch höher ziehen. Hat mir auf jeden Fall einiges gebracht. Und was ich meinte vorhin mit, wenn ich in Südamerika gewesen wäre, die 6 Monate, ich wüsste nicht, wie es jetzt aussieht, weil ne, ich war 2 Jahre gefühlt nur in meinem Zimmer und habe mein Business hochgezogen. Sage ich nicht, dass es nur gut war, ich sage aus finanzieller Sicht war das perfekt. Natürlich hätte ich auch einige andere Sachen gelernt oder ne, wäre irgendwo anders weitergekommen, wäre ich in Südamerika gewesen. Aber wie gesagt, aus finanzieller Sicht hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, von Südamerika wegzugehen, durchzupowern, zu arbeiten. Es war auch geil so, klar, nur ich glaube, mein Leben würde jetzt um einiges anders aussehen, wenn ich dort geblieben wäre. Dann irgendwann mal hat sich Covid gelockert. Klar, da waren auch immer noch Lockdowns und so, aber man hat immer mehr gelernt. Ich habe meine Brand hochgezogen mit Venom Cooks. Ich habe Venom Supply gegründet, meine Proxies. Und das war, glaube ich, somit das größte Learning, was ich bei den Proxies gemacht habe. Und zwar, wenn man irgendwie was nicht kennt oder so, dann war das für mich immer so, okay, ich kann das nicht, ich probiere das. So, wie will ich es machen, wenn ich es nicht kann? Aber am Ende habe ich dann mal so ein bisschen Geld in die Hand genommen, habe probiert, Proxies selber zu erstellen, mich ein bisschen eingefuchst, Leute gefragt, die Ahnung hatten. Und dann war das Ganze nicht mehr so schwierig, weil ich habe dann mit irgendeinem Chinesen geschrieben, der mir dann halt so ein Skript gemacht hat, mir das erklärt hat und die 200 Euro hätten weg sein können. Das war damals auch nicht wenig Geld so. Das war so mein größtes Learning, ein bisschen einfach mal machen und nicht hoffen, dass man das irgendwie beigebracht bekommt, weil ja, am Ende hat mir das gut Geld eingebracht. Ich habe mein erstes Geld auch mit Proxies verdient. Venom Cooks und so lief ja auch noch nebenbei. Und genau, dann habe ich einen Geschäftspartner kennengelernt, den ich jetzt hier nicht erwähnen will. Oder ich sag's mal Ex-Geschäftspartner. Und das war so, dass der sehr, sehr früh bei Venom dabei ist. Ich, wie gesagt, no disrespect, deswegen erwähne ich den auch nicht namentlich. Aber das war zum Beispiel eine Erfahrung, die nicht so geil war. Und zwar war der von Anfang an dabei bei Venom Cooks. Und er hat schon versucht, sich bei Venom Cooks zu integrieren, prozentual, anteilig. Er hat da eine Chance drin gesehen und das fand ich auch cool. Der hat sehr, sehr viel gemacht. Also der hat teilweise viel mehr gemacht als ich für meine eigene Brand. Ich habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Der hat Dinge richtig vorangetrieben, klar. Irgendwann mal hatte das Ding halt einen Haken und er hat quasi versucht, so ein bisschen die Dinge zu sehr an sich zu greifen. Ich glaube, dass es immer noch ein Mehrwert für beide Seiten war. Also er hat einiges von mir gelernt. Er hat mir aber auch einiges geholfen und ja, irgendwann mal war es halt so, dass wir, hört sich vielleicht hart an, aber es ist so, dass wir ihn einfach, weil das schon mittlerweile so ein Kampf war, so indirekt, das war immer so ein Kampf zwischen den Zeilen und ich habe irgendwann mal so Angst von der Person gehabt, in Anführungszeichen, dass die versucht, irgendeine Scheiße zu bauen, weil das irgendwann mal so aggressiv manipulativ geworden ist, dass ich mir so dachte, Alter, der könnte jetzt eigentlich alles machen und die Person hat dann auch gemerkt, dass ich ihr nicht mehr so traue, das war so das Ding und da sind ein paar Geschichten vorgefallen und irgendwann mal hat sich das Ganze einfach so entwickelt, dass man einfach nicht mehr zusammenarbeiten konnte und dann haben wir uns gezwungen gefühlt, diese Person einfach von, ja, vom einen auf den anderen Tag rauszuschmeißen, einfach über Nacht. Wir hatten so Angst, dass wir nachts um 2 Uhr haben uns hingesetzt. Wir haben jeden einzelnen Zugang, der uns möglich war, ihm wegzunehmen, weggenommen. Also ihr könnt euch vorstellen, als seine Person, die viel für Venom gemacht hat und so, dann am nächsten Tag aufzuwachen und sehen, scheiße, die haben mir alles weggenommen, basically, verstehe ich. Das war für uns damals unsere einzige Möglichkeit, das zu machen. Und ich kann euch sagen, es gab ein paar Zugänge, die wir ihm nicht wegnehmen konnten. Und der hat das ausgereizt, ausgeschlachtet mit Wörtern, die kann ich hier gar nicht sagen. Und der hat uns noch richtig die Hölle heiß gemacht. Also da habe ich auch einiges gelernt, kann ich euch sagen. Bis auf den letzten Cent hat er gekämpft, der wollte uns die Hölle heiß machen, der wollte uns in Knebelverträge noch reinbringen. Das könnt ihr euch gar nicht ausdenken. Und um so viel Geld ging das damals nicht. Damals war das schon nicht wenig Geld für uns, aber vergleichsweise war es dann halt doch nicht so viel. Und da kann ich sagen, habe ich einiges mitgenommen, einfach wie man mit Leuten spricht, wie man ja einfach mal so früher erkennt, was eigentlich die Intention von Personen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Erfahrung war. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine gute Erfahrung war. Es war einfach eine Erfahrung, woraus wir alle gelernt haben, das ganze Team. By the way, alle Leute, die damals involviert waren, sind noch heute bei uns im Team und ja, wir haben alle kein böses Blut, bis auf halt die eine Person. Und die Leute, die halt dann mit ihm mitgezogen sind, das
sind auch ein paar, die haben sich mittlerweile auch schon von ihm abgewendet. Der hat auch nichts mehr mit der Sneaker-Reselling-Szene zu tun. Und wie gesagt, ich will der Person auch nicht schaden, sondern ne, ich erzähle euch von meiner Erfahrung. Das ist das Video. Und ja, auf jeden Fall konnte ich dort einiges an Erfahrung sammeln. So der größte Success, wenn mich jemand fragen würde, war halt der Mokka-Drop. Ich weiß nicht wieso, es gab noch so viel krassere andere Tage, aber ich glaube, ich habe an diesem Tag, glaube ich, 30.000 gemacht. Okay, nee, sagen wir nicht 30.000, irgendwas zwischen 20 und 30.000. Weil ich habe meine Proxys verkauft, das war geisteskrank. Die Leute haben mir so den Laden eingerannt, jeder wollte die Proxys, waren out of stock. Und das hat's, also damals waren die Proxy-Margen halt auch geisteskrank. Und ich war out of money irgendwann, ich habe glaube 40 Paar Mockers getätet, das hat auch nochmal richtig viel Geld gebracht. Ich glaube 30.000 sind ein bisschen zu hoch gesteckt, aber sagen wir mindestens 20.000, das ist es auf jeden Fall. Das ist auch mit einem zu meinen erfolgreichsten Videos. Wert Aufrufe hat es glaube über 20.000 mittlerweile. Es gab auch noch natürlich einige profitable Drops. Ich habe glaube ich zum Beispiel in Footlocker Australien Slots gerannt, da habe ich 300 ein paar Jordan 4 gehittet, die auch damals richtig gut gingen. Also das war, glaube ich, die Jordan 4 UNC. Ja, es gibt noch einige andere Hits, die ich geholt habe. Jordan 1er Hits auf Footlocker. Ja, mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht mehr möglich, so krass viele Schuhe, die so profitabel sind, zu hitten. So ehrlich muss man sein. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten. Zum Beispiel letztens gab es Drop, da konntest du 150 Euro einkaufen und für 700 Euro verkaufen. Das sind keine Schuhe, sondern das ist jetzt ein bisschen mehr Alternative. Aber Schuhe sind immer noch nicht tot. Und was ich jetzt gerade merke, was so ein bisschen passiert ist, wohin sich Cook Groups entwickeln, es geht sehr, sehr viel in die Alternative-Richtung. Schuhe werden, weiß nicht, ob man das sagen kann, immer weniger profitabel, aber die Leute stellen sich breiter auf. Schuhe bringen immer noch Geld, die werden auch wahrscheinlich noch eine Weile Geld bringen. Und das, habe ich das Gefühl, entwickelt sich immer in Wellen. Es wird besser, es wird schlechter, Leute kommen, Leute gehen. Irgendwann mal ist die Bubble zu voll, dann machen Leute kein Geld mehr, es wird weniger. Wenn man dran bleibt, glaube ich, dass immer noch Geld drin ist. Ich glaube, das war ein relativ ausführliches Video. Ich habe das Gefühl, das Video hat teilweise auch so ein bisschen den roten Faden verloren. Ich habe einfach mal gesprochen. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ich mit Sneaker Reselling anfangen würde, Stand jetzt oder generell mit Reselling, ich würde es gar nicht mehr Sneaker Reselling nennen, dann würde ich sagen, informiert euch selber. Joint gegebenenfalls einer Cook Group. Wir bei Venom Cooks, jetzt nochmal kurz Werbung, kosten 35 Euro im Monat. Wir sind jetzt nicht so, ne, es gibt ja Coachings, die kosten, was weiß ich, vierstellig oder so. Das sind einmal 35 Euro, ihr könnt es sofort canceln. Wenn ihr daran Interesse habt, dann joint gerne mal unter venomcooks.com/buy. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr einfach wieder gehen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man keinen Cent verdient ohne Cook Group. Es ist aber eine deutliche Hilfe. Und ja, die Leute bei Venom Cooks sind zufrieden. Die kriegen ihre Informationen und es wird auch einiges dort gelernt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch jetzt mal meinen Mokka-Live-Kopf, weil ich gerade eben drüber gesprochen habe. Like dieses Video, kommentiert gerne, wie ihr dieses Video fand. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.